Herr Türler, was ist die Bedeutung von dieser Tramlinie für Zürich? Wir haben jetzt 25 Jahre stagniert mit dem Tramnetzausbau. Wir haben eine Tramnetzplanung gemacht. Das richtet sich primär an das, wie sich die Stadt Zürich entwickelt. Und Zürich-West war eine Industriebrache. Das wird jetzt ein riesiges Quartier, bis zu 30'000 Arbeitsplätze, Studienplätze und so weiter. Bald 10'000 Leute, die dann da wohnen. Da braucht es einen öffentlichen Verkehr. Und darum war das der wichtige erste Schritt gewesen, seit 25 Jahren wieder eine neue Tramlinie, ein neues Tramnetzerweiterung. Wie muss ich das vorstellen, wenn man Vorsteher ist von der VBZ und eine neue Tramlinie macht? Bestellt man das einfach und dann baut das jemand? Oder wie geht das genau? Also angefangen hat es damit, dass wir die Tramnetzstudie gemacht haben. Die wird alle 5 Jahre überarbeitet. Bevor wir die Tramnetzstudie 2025 gemacht haben, ist es eigentlich so, man ist so ein bisschen zufrieden gewesen, wie es ist. Und wir haben dann angefangen mit dieser Planung und sehr schnell gesehen, da braucht es den Ausbau. Wir sind mit dem Kanton zusammen angesessen, auch zusammen mit dem Bund. Und zwar auf allen 3 Ebenen, nicht nur die Schiene, sondern auch die Strasse. Wir haben ja parallel dazu noch einen Strassenbau gehabt. Und für mich war das schon ein sehr schönes Erlebnis gewesen, um zu sehen, wie alle 3 Ebenen in dieser Schweiz zusammengearbeitet haben, über das eigene Gebiet aus, also Schiene und Strasse. Und letztlich das Bauunternehmen von der Stadt Zürich, das ist das Tiefbaudepartement. Also so gesehen hat dann am Schluss die VBZ beim Tiefbaudepartement die Linie bestellt. Was sind die grössten Schwierigkeiten, die Sie gehabt haben? Also am Anfang war natürlich ganz eine grosse Schwierigkeit gewesen. Soll es überhaupt ein Tram geben? Ist das nötig? Könnte man nicht das auch mit einem Bus machen? Ist es eine Nordlage, eine Mittellage, eine Südlage? Da ist das Quartier, der Quartierverein, die Anwohnenden. Alle haben eine Meinung gehabt und am Schluss müssen wir Leute transportieren, müssen wir möglichst viele Leute transportieren, damit die Linie auch finanziell einen vernünftigen Erfolg hat. Und dann sind die beiden Volksabstimmungen, das war natürlich auch ein grosser Hoselupf gewesen. Und dann, wo wir die durch haben, dann hat der Gang bis ans Bundesgericht, also uns hat relativ viel eisigen Wind entgegengeblasen, aber Gegenwind erzeugt Auftrieb, wenn man das richtige Profil hat, und das richtige Profil hat VBZ. Und heute haben wir das Resultat, wo wir, glaube ich, alle stolz sein können. Haben Sie das Gefühl, dass die Gegnerschaft sich jetzt vielleicht überzeugen lassen von dem, was da ist? Also ich habe heute einen Haufen Leute gesehen, die noch gegen das Tram angekämpft haben. Und es hat keinen einen grießgrämigen Eindruck gemacht. Und zwar, das war noch zu einem Zeitpunkt, bevor es etwas zu essen gab. Ich gehe also davon aus, Sie haben jetzt auch Freude daran. Die NZZ hat immer als Artikel getarnt, den Kommentar kritisiert, dass die VBZ Werbemaßnahmen macht, Westnetz macht, es gibt die Tramnase, es gibt all die Sachen. Warum macht die VBZ das alles? Wir sind ein Transportunternehmen. Und wenn wir ein neues Angebot haben, müssen wir auf das aufmerksam machen. Ganz ein Haufen Leute in Zürich wissen nicht, wo Zürich-West ist. Zürich-West ist ein neuer Stadtteil. Es ist wichtig, dass wenn man hier runter muss, dass man dann eben auch das Tram nimmt. Und es ist ja nicht nur die Werbung für eine neue Strecke, so, wo wir notabene 2 Volksabstimmungen hatten und einen Haufen Geld gekostet hat, wo die Bevölkerung gezahlt hat. Sondern es ist auch eine Werbung für den öffentlichen Verkehr in unserer Stadt Zürich, weil es kommen immer mehr Menschen auf Zürich arbeiten, sie wollen immer mehr Menschen auf Zürich wohnen, es kommen immer mehr Menschen auf Zürich in den Ausgang. Die Stadt Zürich wird wegen dem kein Quadratzentimeter grösser. Wir müssen aus dem gleichen Strassenraum immer mehr Menschen transportieren und das schaffen wir nur, wenn wir den öffentlichen Verkehr ausbauen und den öffentlichen Verkehr nutzen. Und so gesehen ist diese Werbung auch gleichzeitig Werbung für den öffentlichen Verkehr in der Stadt Zürich.